Hast du das Spiel von Preußen gesehen? Heute? Ja. Gegen Hannover, ne? Das 0-0? War doch Münster gegen Hannover. Oder bin ich gerade doof? Ja, ich habe Konferenz geguckt. Mit Simon Tirot als Experten. Paderborn gesehen? Ja, Paderborn hat doch heute gegen Darmstadt gespielt. Ja, habe ich gesehen. Konferenz heute. Was waren das? Paderborn, Darmstadt, Braunschweig, Magdeburg und hier Dings, ne? Was wir gerade gesagt haben. Preußen, Hannover. Preußen, Hannover, Paderborn, da, ja. Fand Münster sehr stark mit meinen Kollegen im Stadion. Ja, also Hannover war halt auch heute echt nicht gut, ne? Muss man ja wirklich sagen. Aber ich glaube, Münster ist auch, ich habe die ja, meine ich, auf den Abstiegsplatz getippt. Münster macht echt einen deutlich besseren Eindruck als gedacht. Und Zieler war sehr krass, ja. Maximilian Bayer zu Dortmund fix. Ich verstehe die Transferpolitik vom BVB echt gar nicht. Echt? Boah, chilliger Voice Crack. Findest du? Ich finde den Transfer eigentlich übel logisch. Voll der gute Transfer vom BVB. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Bayer zu Dortmund, starker Transfer. Find den auch komisch. Echt? Ich hätte jetzt eigentlich so gedacht, dass der Duktus der Allgemeinheit so ist, dass es übel der smarte Transfer ist. Finde generell die Transferphase von Dortmund bis jetzt eigentlich echt gut. Weiß nicht warum, aber kein Argument dafür. Für Maxi Bayer? Doch, gibt's viele Argumente. Maxi Bayer bringt ja einfach nochmal eine komplett neue Komponente im Offensivspiel. Weil du den halt vorne im Zentrum spielen lassen kannst, weil der ein anderer Spielertyp als Guirassy ist. Und du kannst ihn halt auch nochmal über außen bringen. Also ich finde auch, dass der BVB eine generell ganz ordentliche Transferphase hingelegt hat. Weil, also ich hatte so ein bisschen die Sorge, es hört sich so, Sorge hört sich so an, als würde ich es schlecht finden, wenn Dortmund beschissene Arbeit auf dem Transfermarkt macht. Ich muss sagen, als Schalke-Fan finde ich es ja ganz lustig, wenn der Verein auch mal Fehler macht. Weil in den letzten 10, 15 Jahren war das irgendwie immer so, dass Dortmund alles richtig gemacht hat und Schalke alles falsch. Deshalb finde ich es persönlich eigentlich immer ganz geil, wenn Dortmund mal richtig dumme Sachen macht. Aber all in all, um das nochmal aufzubauen, also ich hatte die Sorge in dem Sinne, ich hatte die Befürchtung, ist vielleicht das bessere Wort, dass Dortmund versucht in diesem Jahr sehr blind und opportunistisch jede Lücke im Kader, die sie haben, zu füllen. Und ich glaube, das wäre ein Unterfangen geworden, was du eigentlich so nicht kompensieren kannst. Weil ich habe das in der letzten Saison die ganze Zeit gesagt und auf dem Hügel werde ich auch sterben. Auch wenn das dann wieder heißt, dass ich der Schalke-Fan bin, der nichts gönnt und nichts sachlich einschätzen kann. Borussia Dortmund ist letztes Jahr irgendwie ins Champions-League-Finale reingestolpert und keiner weiß eigentlich, wie sie das gemacht haben. Hätte es diesen Run in der Champions-League nicht gegeben, wo echt viel zusammengekommen ist, hätte man über eine der schlechtesten Saisons seit 15 Jahren gesprochen. Champions League verpasst, DFB-Pokal rausgeflogen und mit Abstand den schlechtesten Fußball in den letzten 15 Jahren gespielt. Das ist meine Meinung. Und ja, den Champions League Run will ich nicht kleinreden, aber der hat halt, wie ich das auch schon ein paar Mal gesagt habe, so viel kompensiert, was da falsch gelaufen ist. Auch meiner Meinung nach so viele Positionen, auf denen Dortmund einfach im letzten Jahr im Vergleich zur Konkurrenz, die die Champions-League-Plätze eingenommen hat. Ich finde, Dortmund hatte so viele Positionen und Spieler im Kader, die einfach nicht auf dem Level Champions-League waren. Und dann finde ich es eigentlich gut, das ist jetzt meine Meinung, dass man gesagt hat, ey, okay, wir haben hier viele Positionen im Kader, die wir füllen müssen. Also meiner Meinung nach der letzten Saison. Was musste man ändern? Man brauchte eine neue Komponente im Sturm, man brauchte einen neuen Offensivmittelspieler, eigentlich braucht man auch einen neuen Flügelspieler, man braucht einen neuen zentralen Mittelfeldspieler und also eigentlich easy zwei neue Außenverteidiger. Also du kommst auf jeden Fall auf deine 4-5 Positionen, die du in der Startelf eigentlich verändern musst. Und dass du sagst, und das ist jetzt meine Meinung, ich nehme jetzt wirklich nur neue Spieler für die jeweilige Position, wo ich mir zu 1.000.000% sicher bin, dass die ein Upgrade sind, das finde ich gut. Weil das war, finde ich, das Problem von Dortmund, dass man in den letzten Jahren halt immer so sehr opportunistisch auf dem Transfermarkt gehandelt hat. Oh, da kann ich gerade günstig einen schießen. Ja, komm, ich nehme den mal mit. Hat der Champions League... Ah, egal. So, und davon hattest du dann halt irgendwann 10, 15 Leute im Kader. Und du hattest dann Phasen und Jahre, wo über diese Spieler halt die Bellinghams, Haalands und Sanchos dieser Welt so ein bisschen hinweggetäuscht haben. Aber letzte Saison, als dann halt keiner mehr von den Großen da waren, hat man, finde ich, dann doch deutlich gesehen, dass der Dortmund-Kader in der Breite und in der Spitze einfach nicht mehr die Qualität hatte. Und wenn ich mir jetzt die Transfers angucke, Guirassy, absolutes Upgrade, Jan Couto, absolutes Upgrade. Wen habe ich vergessen? Maxi Bayer, finde ich absolut stark, weil der auch nochmal eine Komponente über die Außen reinbringt. Ja, und genau, Pascal Groß, den habe ich vergessen. Pascal Groß, auch ein Zentrumspieler, den die gebraucht haben. Und ja, ich finde,
Tatsächlich. Ich habe auch noch mal Waldemar Anton vergessen. Ich finde, das ist eine sehr gute, sehr ordentliche Transferphase. Gerassi ist doch nicht besser als Fülle. Er hatte eine gute Saison. Wie sage ich das jetzt? Pass auf. Füllkrug ist ein geiler Spieler. Ich habe Füllkrug bei der Nationalmannschaft absolut geliebt. Aber ich glaube, jeder Dortmund-Fan wird mir zustimmen, dass Niklas Füllkrug jetzt letzte Saison im Dortmunder Trikot, und ja, war seine Debütsaison, aber es ist ja jetzt nicht so, als hätte Füllkrug letztes Jahr bei Dortmund die Sterne vom Himmel gespielt. Ich glaube, da sind viele Leute noch so ein bisschen Bias von der Europameisterschaft und von der Persönlichkeit von Füllkrug. Weil Füllkrug ist ja ein geiler Typ so. Ich glaube, jeder wird sich wünschen, so einen Charakter wie Füllkrug in seiner Mannschaft zu haben. Aber ich bleibe dabei, wenn du am Ende des Tages Füllkrug abgibst und für 30 Millionen gibst du Füllkrug ab und kriegst im Gegenzug für 50 Millionen Gerassi und Bayer, das ist überragend. Das ist ein überragender Deal. Füllkrug gegen Gerassi und Bayer einzutauschen und dabei nur 20 Millionen auszugeben, das ist top. Das ist absolut top. Und ja, also ich finde, die haben es echt gut gemacht. Also die einzige Position, die jetzt, finde ich, bei den Dortmundern noch offen ist, wo ich finde, wo sie wirklich noch was machen müssten, wo ich mir aber vorstellen kann, dass sie, das ist ja auch das, was ich gerade angesprochen habe, was sie dann vielleicht erst nächstes Jahr machen, ist halt die Linksverteidigerposition. Das ist halt so eine Position, wo ich sie aktuell noch nicht gut besetzt finde. Aber ganz im Ernst, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Borussia Dortmund vor vielleicht zwei, drei Jahren halt dann einfach irgendeinen Bundesliga-Linksverteidiger von Hoffenheim geholt hätte, der gerade ein gutes Jahr gespielt hat. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb. Also, ich glaube, das ist okay. Ich bin mal auf diesen Kaba gespannt, ne? Der ist ja auch U17. Ich weiß nicht, ob Welt- und Europameister oder nur eins von beiden. Aber da hat der auch gezockt, da fand ich den eigentlich auch ganz gut. Generell, das ist ein spannender Jahrgang, ey. Da gibt's auch noch diesen Da Silva Moreira oder wie der heißt, von St. Pauli. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile gewechselt ist. Finn Jeltsch ist ja auch aus dem Jahrgang. Uedraogo, Paris Brunner, der jetzt zu Monaco geht. Bin echt gespannt, weil das wird jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren, wird man den Jahrgang dann mal in Action sehen, wenn die auch so richtig ihre ersten Schritte im Profibereich machen. Ist zu Nottingham gegangen, okay? Find's aber schwierig, mit Benzema, Ini und Kaba in eine 60-Spiele-Saison zu gehen. Ja gut, aber ich sag dir ehrlich, mit Ausnahme von der Laie, was willst du machen? Wenn du sagst, ey, Benzema, das ist ja genau das, was ich hier gerade an der Dortmund-Transferperiode lobe. Wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, okay, ich habe Benzema, Ini und Kaba, was mache ich? Ich brauche einen Linksverteidiger mit mehr Qualität. Hat die Tom Rothe schon? Weiß ich nicht. Finde ich übrigens einen sehr smarten Move, den nochmal zu verleihen. Ich glaube, in 2-3 Jahren ist Tom Rothe auf jeden Fall eine Option für den BVB. Um halt was auf dem Niveau zu kriegen, dass der Dortmund wirklich verstärkt. Rothe ist verkauft. Ah, aber der, dann habe ich es falsch verstanden. Der hat aber eine Rückkaufoption, ne? Der ist verkauft und dann können sie in 2-3 Jahren immer noch sagen, ey, Entwicklung hier in Heidenheim ist es, glaube ich, war geil, können wir zurückholen. Da habe ich das verwechselt, genau. Was wollte ich sagen? Also ich glaube, wenn Dortmund jetzt für die Linksverteidigerposition einen Ersatz haben möchte, der wirklich ein... Zur Union ist das. Warte mal, ich muss mal ganz kurz alles zusammenbringen. Jetzt habe ich was verwechselt. Also, um das nochmal aufzuräumen. Tom Rothe ist zu Union, Dortmund hat eine Rückkaufoption. Und Paul Wanner ist zu Heidenheim, aber der wurde verliehen, richtig? Ja, okay, sehr gut. Ich glaube, das waren gerade die 2-3 Dinger, die ich da durcheinander gebracht habe. Nee, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn du jetzt einen Linksverteidiger suchst, den du fest verpflichten möchtest, der ja dann auch einen ordentlichen Vertrag kriegen soll, bist du halt wieder bei einem Paket für einen Linksverteidiger, was so teuer ist, was sich nicht lohnt. Und dann hast du auf einmal nächste Saison irgendwie 3 Linksverteidiger im Kader, mit denen du allen nicht so viel anfangen kannst. Ich finde es eigentlich ganz verständlich, dass man dann sagt, okay, bevor wir auf der Position nichts finden, was uns so zu 1 Milliarde % überzeugt, dann lassen wir es halt wirklich einfach sein. Also ich finde die Transferphase von Dortmund eigentlich ganz spannend. Ich kann halt nur Nuri Sahin noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ist jetzt nur so subjektive Wahrnehmung von mir. Ich habe nur das Gefühl, ohne ansatzweise beurteilen zu können, wie der taktisch ist. Ich glaube, da ist der ganz gut. Boah, ich weiß nicht, ob Dortmund vielleicht einer zu früh ist. Das wird sehr interessant, wenn mal eine Phase kommt, wo es bei Dortmund nicht läuft. Das ist halt schon absoluter Mediendruck, ne? Wie der damit klarkommt. Ob er dem standhalten kann. Ist halt ein Coinflake. Entweder klappt das oder klappt nicht. Kannst nur abwarten. Ja, glaube ich auch. Entweder holst du dir dann einen jungen Trainer aus der aus dem eigenen Umfeld Borussia Dortmund, der auch als Spieler da. Kann man Sahin als Dortmund-Legende bezeichnen?
Wahrscheinlich nicht als Legende, aber als Ikone, oder? Auf jeden Fall eine Dortmund-Ikone, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, also ich glaube, du hast da einfach wirklich eine gute Chance, jemand Junges aufzubauen, ne? Was sagst du dazu, dass De Ligt für unfassbare 45 plus 5 Millionen verscherbelt worden ist? Ich weiß, also ich sag euch jetzt mal was. Ich weiß nicht, ob ich anderen Fußball gucke als ihr alle. Und ich sag das hier seit Wochen. Ich verstehe nicht, warum aus dem De Ligt-Ding so ein fettes Thema gemacht wird. Ich bleibe dabei, wenn die den De Ligt für 15 Millionen Euro abgeben würden, dann wäre das was anderes. Aber bei einem Insgesamtpaket von 50 Millionen mit Bonis darüber zu sprechen, dass De Ligt verscherbelt worden ist, das sehe ich einfach nicht. Du darfst bei, ich muss das nochmal sagen, ich habe das Gefühl, dass bei manchen Spielern so Sympathie dazu führt, dass man alles andere ausblendet. Freunde, wir reden hier von einem Innenverteidiger, für den Bayern München 70 Millionen Euro gezahlt hat, der 15 Millionen Euro pro Jahr verdient und der sich in seinem dritten Jahr immer noch nicht durchsetzen konnte, der immer noch umstritten ist, der unter verschiedensten Trainern nie über länger als 15, 20 Spiele eindeutig Stammspieler war. Ich check das nicht, dass manche Leute, finde ich, die reden von De Ligt so, als wäre das der Innenverteidiger, der bei Bayern alles auseinandergenommen hat in den letzten drei Jahren. Das sehe ich einfach nicht. Das sehe ich nicht. Und ich glaube auch, dass von dem Talent und von der Veranlagung und von dem, was man auch im letzten Jahr gesehen hat, glaube ich auch, dass De Ligt wahrscheinlich der stabilste Innenverteidiger unterm Strich war bei den Bayern in der Saison. Aber da möchte ich auch nochmal sagen, Relay-Fußball ist kein Karrieremodus, Digga. Du kannst nicht einfach wie im Karrieremodus sagen, das ist mein bester Innenverteidiger. Der ist zwar nicht ganz zufrieden, aber den möchte ich behalten. Ja, und das ist mein Innenverteidiger. Der performt aktuell nicht so gut, jetzt möchte ich den abgeben. Bruder, so funktioniert halt Relay-Fußball nicht. Wenn du einen Innenverteidiger hast, wo auch die Stimmung nicht ganz so geil ist und das der einzige ist von deinen Innenverteidigern, den du tendenziell noch zu Geld machen kannst in einem Sommer, wo du dich schon mit Ausgaben jenseits der 100-Millionen-Marke aus dem Fenster gelehnt hast, plus dein komplettes Gehaltsgefüge im Arsch ist, ja, da musst du halt irgendwann abgeben. Ich bleibe dabei, Stand 11.08.2024. Ich sage das hier und ich sitze auf diesem Stuhl. Es ist mir scheißegal. Ich lasse mich gerne in Zukunft eines anderen belehren. Gerne, gerne, gerne. Wenn der jetzt zu United geht und da einer der besten Premier League Verteidiger wird, das ist etwas, was ich mir absolut vorstellen kann, was ich absolut für realistisch halte. Aber nur auf die Zeit bei Bayern bezogen, ist De Ligt einer der überbewertetsten Innenverteidiger auf diesem Planeten. Das ist meine Meinung. Das ist so krank. Ohne Spaß, ich habe das Gefühl, bei De Ligt spielt so sehr dieses, der kämpft, der hatte diese eine geile Grätsche gegen PSG in der letzten Champions League Saison. Der ist mit Ajax damals durchmarschiert, der war als junger Kapitän. Das sind alles so Softspots, die dafür sorgen, dass De Ligt für mich persönlich ein viel zu hohes Standing hat. Leute reden über De Ligt, als wäre er seit 5 Jahren konstant einer der krassesten Innenverteidiger in Europa. Und das sehe ich nicht. Der hat bei Juventus Probleme gehabt und der hat sich in 3 Jahren Bayern München auch nicht voll und ganz durchgesetzt. Und dass dann bei einer Summe von 50 Millionen davon geredet wird, dass De Ligt verscherbelt wird und verschenkt wird, das sehe ich absolut nicht. Das, was ich gesagt habe, heißt ja nicht, dass De Ligt ein schlechter Innenverteidiger ist. De Ligt ist ein super Innenverteidiger, der wahrscheinlich einfach nur eine Fußspitze davon entfernt ist, von seinem Leistung in der Gesamtbetrachtung auch ein Weltklasse-Innenverteidiger ist, zu sein. Aber diese ganzen Softspots, Fanliebling, kloppt sich rein, war als junger Spieler schon erfolgreich, wirkt sympathisch, sorgen für mich dafür, dass der einfach anders bewertet wird als andere Innenverteidiger. Und ganz im Ernst, wenn du ein De Ligt für 50 Millionen verkaufst, dann ist es für mich kein Verscherbeln und Verschenken. 50 Millionen wäre Verschenken, wenn das ein Innenverteidiger wäre, der seit 3 Jahren bei Bayern alle gekriegt hat, aber das sehe ich einfach nicht. Das muss ich so fairerweise sagen. Das sehe ich einfach nicht. Wenn dann in 2, 3 Jahren der Mann in der Premier League alles auseinandergenommen hat und dann kann man mit Sicherheit im Nachhinein sagen, oh ja, da haben die Bayern aber einen Fehler gemacht, dass sie den abgegeben haben. Aber nochmal, Real-Life-Fußball ist kein Karrieremodus. Bayern München ist nicht Chelsea.
die haben am Ende des Tages für den, was haben die für den bezahlt? 70 oder sogar 80 Millionen? Plus dann noch 3 Jahre 16 Millionen Euro Gehalt? Das ist jetzt schon ein Brett. Das ist jetzt schon ein Brett, ja. Der holt mit Man United wieder Titel. Ja, wahrscheinlich wieder den Carabao Cup und kann jetzt zusammen mit Anthony zu einem Zweitligateam reden, im Elfmeterschießen und einen Schiebel drücken. Ich wünsche ganz viel Erfolg. Ich bleibe dabei. Soll ich euch meinen Call sagen? Ich vertraue immer darauf, wenn die Bayern Spieler für entbehrlich halten. Seitdem ich existiere, gab es deutlich mehr Sample Size von Spielern, wo die Bayern zum einem sehr guten Zeitpunkt gesagt haben, okay, der ist entbehrlich und wir können uns von dem trennen. Und ich vertraue darauf. Die haben in den letzten Jahren, ähnlich wie Real Madrid, schon ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, wenn man einen Spieler loslassen sollte. Ich glaube, Toni Kroos war halt for real wahrscheinlich der Einzige. Und der ist gewechselt 2014. Und Alaba, boah, wenn man sich die Verletzungsakte bei Real Madrid anschaut, ne? Also Alaba ist ein super Innenverteidiger, aber der hätte halt bei Bayern auch einen richtig fetten Vertrag gekriegt. Und mit den Verletzungen, weiß ich nicht. Nee, Bro, für free halt. Auch da, Bruder, Real-Life-Fußball ist kein Karrieremodus. Du kannst nicht wie im FIFA-Karrieremodus sagen, oh, ich habe einen Spieler mit 50 Millionen Marktwert und dann läuft der Vertrag aus. Der verdient zwar dann viel zu viel Geld und keine Ahnung, ob wir dann neue Leute holen wollen, aber hier ist dein 5-Jahres-Vertrag. Und dann sagst du nach 2 Jahren, hey, David Alaba, du verdienst 20 Millionen im Jahr, du bist viel zu häufig verletzt, geh mal bitte. Und dann sagt David Alaba, kein Problem, ich gehe zum AC Florenz und verdiene nicht mehr 20 Millionen, sondern 3,5 Millionen. Weil ich die Verhandlungsstärke auf einfach gestellt habe. Hummels war auch ein guter Call. Mats? Boah, weiß nicht. Würdet ihr sagen, dass Bayern Hummels zurück zum BVB verkauft hat, war ein Fehler? Will ich jetzt nicht sagen. Also Hummels war bei Dortmund noch gut und hat noch gezeigt, dass der ein absoluter Top-Innenverteidiger ist. Aber ich glaube, niemand hat sich nach dem Hummels-Abgang bei den Bayern gedacht, oh nein, wie konnten wir den gehen lassen? Scheiße. Jetzt haben wir ja alles falsch gemacht. Das sehe ich nicht. Also auch da sage ich wieder, die haben Hummels zu dem Zeitpunkt abgegeben. Ich glaube, die haben ja den damals für eine 35 Millionen Euro Ausstiegsklausel damals von Dortmund gezogen und dann auch mehr oder weniger fürs gleiche Geld oder ein bisschen weniger wieder ziehen lassen. Und ich glaube, da haben die auch wieder einen guten Zeitpunkt getroffen, um einfach Hummels nochmal zu Geld zu machen. Ja, sage ich halt auch. Also ich werde auf dem Hügel steigen, sterben. De Ligt ist ein geiler Innenverteidiger, aber ich sehe nicht, was der große Teil in den sozialen Medien in De Ligt sieht, das sehe ich einfach nicht. Ich sehe nicht, dass wenn Bayern einen Spieler für 50 Millionen abgibt, der seit, ich habe übrigens die ganze Zeit gesagt 3 Saisons, aber seit 2 Saisons da ist und halt für mich in den 2 Saisons nicht so übertrieben viel gezeigt hat, dass ich sagen würde, oh nein, 50 Millionen, wie kann man ihn so verschenken? Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Was haben die bezahlt für den? Was gibt ein Transfermarkt an? Ich hatte immer zwischen 60 und 80 Millionen im Kopf. Ich könnte es jetzt nicht mehr aufsagen. 85 Millionen für den bezahlt. Boah, was? Ah ne, 67, sorry. Ich bin in der Zeile verrutscht. 85 hat Juve damals gezahlt. 67. Ist halt bitter, ne? Ist halt echt bitter. Für mich ist De Ligt halt ein Bauernopfer, dieses... Ich wiederhole mich jetzt nochmal mit dem, was ich die letzten Wochen hier schon sag. De Ligt ist ein Bauernopfer, leider. De Ligt muss Bayern München am Ende deshalb verlassen, weil es zu viele Spieler gibt, die so dicke Verträge haben, die du nicht mehr zu Geld machen kannst. Und deshalb ist halt De Ligt mehr oder weniger noch der einzige Spieler, der als entbehrlich bewertet worden ist, den man halt wirklich dick zu Geld machen kann. Ich glaube, da gibt es mit Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leon Goretzka, gefühlt alle anderen Innenverteidiger außer De Ligt, ob es ein Min Jae Kim wäre, wobei dem würde ich noch ein zweites Jahr geben, oder vor allem einen Dayot Upamecano. Also da gibt es 5, 6 Spieler, die man, glaube ich, gerne vorher abgeben wollen würde, die man aber halt einfach nicht abgeben kann. Also für Gnabry gibt es keinen Markt, für Upamecano gibt es, glaube ich, keinen Markt. Das ist halt schwer, ne? Freue mich auf Ulysses. Wir haben schon gute Leute geholt, so ist das halt nicht. Aber das ist halt das, also das Problem ist halt, Problem, ab und Anführungsstrichen, auch Bayern hat Positionen im Kader, die einfach jetzt besser besetzt werden müssen. Und die haben halt einfach jetzt schon 130 Millionen auf den Kopf gehauen, ne? So, dann wird noch ein Jonathan Tah sehr wahrscheinlich dazukommen. Das sind dann nochmal 25 Millionen, da bist du bei 160 Millionen. Und wenn die dann noch den Doué haben wollen, so, wenn die alle Spieler holen, die sie haben wollen, dann bist du bei 200 Millionen. Das ist halt ein Brett.